Hey und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Path of Exile. Und wir haben erstmal noch einen Fertigkeitenpunkt, wie ich sehe. Unterbrechung beim Zauber vermeiden. Ach du Scheiße, jetzt geht's die ganzen Sachen hier. Maximales Leben und Mana. Kritische Zaubertrefferchance. Das ist natürlich auch gut. Oh, Kreaturenschaden. Das ist gut. Ja, gehen wir auf Kreaturenschaden. Das macht nämlich, glaube ich, mehr Sinn. Ja, okay. Ja, was haben wir hier? Tötet Brutus. Ach so. Das Axiom-Gefängnis besetzt. Vorwärts. Okay, da muss ich sowieso noch ganz lange laufen. Okay. So. Ich war jetzt noch mal ganz kurz im Gefängnis, habe noch mal die restlichen Items mitgenommen. Deswegen bin ich jetzt schon 1 Meter weiter. Aber das ist ja nicht schlimm. So, den spröden Dieb, den haben wir schon weggemacht. Können wir ja erstmal weiter. Ich habe übrigens hier noch so einen Unterstützungs-Kreaturenschaden-Gem bekommen. Den werden wir dann auch mal ausrüsten, sobald man das kann. Oh, was das da ist. Das ist auch das, was wir töten müssen, glaube ich. Diabolist. Ich fühle mich angesprochen irgendwie. Hier ist noch so ein Viech oder was? Lederkappen. Zepter, nehmen wir auch mal mit. Wir laufen einfach. Mal gucken. Wir haben noch so ein paar schicke Skelettdinger. Ein Eibengeistschild. Warum nicht? Nehmen wir mal mit. Bogen, Stachelkeule. So kleinere Messerchen, Waffen kann man gut mitnehmen. Muss hier lang gehen und es kaputt machen. Oh, hier muss ich rein. So. Ach, hier kann man noch weiter. So, das muss sein, dass ich muss hier einfach überall reingehen, wo geht. Ich habe Kriomant bekommen als Errungenschaft. Jetzt muss ich aber hier nochmal. Ja, das passt alles, das passt alles. Wir sind schon wieder voll mit Items, das regt mich auf nicht. Ich hätte gern irgendwie ein bisschen mehr Platz im Inventar. Wahrscheinlich kann man sich das kaufen, dass man das tun kann. Wir haben einen Zauberstab gekriegt. Eine Jade-Axt. Aber die können wir eh nicht mehr tragen. Können wir alles einmal aufwerten? Ist ja nicht schlecht, ne? Wir haben den einen voll im Zaubern unterbrochen. Das hat er sich 100 pro anders vorgestellt. Oh, ich stelle mich hier so voll zu dem rein. Okay, ich werde hier mal ganz kurz noch die Viecher töten. So. Schleifstein, sonst können wir, glaube ich, nichts mehr mitnehmen, ne? Wir sind ein bisschen voll auf Items. Unsere letzte Portalrolle. Wir benutzen die jetzt einfach mal ganz dreist. Wir können sie ja zur Not neue kaufen bei dieser Tante da oben.
Still alive, are we? Ja, wir sind noch am Leben. Da könnte ich mal gucken, ob man das aufwerten kann. Stay sharp out there. Nee, wir verkaufen das. Stay sharp out there. Ja, bleib ganz ruhig, mein Freund. Qualität plus 1%, ey, wow. Ja. Eigentlich können wir das auch Umwandlungssphäre. Ich lasse es vielleicht erstmal da einfach. So, dann gehen wir mal weiter. Ich würde nämlich hier gerne das gelbe Item mitnehmen, das Langschwert. Und sonst kann man sich ja den Rest hier nochmal angucken. Mitnehmen. Boah, ich mag meine Eisfähigkeiten aber auch. Das funktioniert auch echt gut, finde ich. Boah, ich weiß gar nicht, wo ich zuerst hingehen soll und töten soll, weil das so cool ist. Eine Rolle, die nehmen wir mal mit. Das ist Premium, ey. Und meine Mobs, die helfen mir einfach ein bisschen, dass die mich nicht direkt angreifen. Wo kann man auch eigentlich als Magier leben, ne? Man eist alles ein, sodass wie eine Leiche entsteht und dann kann man die Leichenexplosion loslassen. Das ist auch keine schlechte Idee. Wir haben das Wärterquartier gefunden. Aber vorher möchte ich hier nochmal lang gehen. Vielleicht gibt es ja hier noch was Schönes. So, wir haben zum Beispiel schon wieder eine Portalrolle gefunden. Intelligenzjagdstufe 13 erreicht. Ja, yeah. Dieser Name, ich feiere das immer noch. Das ist ein echt toller Name geworden. Eine Truhe. So ein Rankendiadem passt noch ins Inventar. Erwacht von drei Gruppen Monstern. Sehr schön. Es hat uns jetzt nicht interessiert, dass das passiert ist. Okay. Ich würde aber ehrlich gesagt... Too much clutter. Dann doch mal... in die Stadt gehen. Weil wir jetzt wieder ein paar Items hier haben. Und das verkaufen. Und dann schauen wir mal, was wir hier Schönes kriegen oder auch nicht. So. Ja, ich wollte genau da auf jeden Fall hin. Stimmt, wir können ja so eine Prophezeiung von ihr uns mal anhören, ne? Plattenschrott. Verbessert die Qualität einer Rüstung. Können wir zwar nicht tragen, aber Wir haben noch so eine richtige Gammelschärpe, oder? Ja. Mensch, dann hat sich das ja gelohnt. Bringt es eigentlich was, die Sachen vorher anzugucken? Welcome. Welcome. Okay, du kommst doch mal zurück. Weil dich kann man dann aufwerten. Vielleicht.
Farewell. Wir gucken mal. So. Nicht von normaler Seltenheit. Okay. Wenn wir dann besser werden, dann können wir das aufwerten. So. Digga, lass mich jetzt hier lang gehen. Wir haben schon wieder einen Fertigkeitenpunkt. Kreaturen haben 10% erhöhtes Leben. 10% erhöhtes maximales Leben verursachen 15% mehr Schaden. Das brauche ich. Da kann ich ja 4 beschwören, oder? Oh, geil. Ah! Leute, ich habe 4. Ich habe 4. Oh, ist das schön. Jetzt habe ich hier ganz viele Items und 4 Zombies. Geil. Oh, ist das toll. Ja, man kann mich sehr leicht begeistern. Okay, ich werde jetzt hier nochmal alles einsammeln. Außer die Jade-Axt natürlich. Wobei. Warte mal. Doch, das geht. Die kriegen wir hier noch mit rein. So. Ja. Welcome. Kaufen wir gleich. Großes Lebensfläschchen. Sehr schön. Großes Mana-Fläschchen. Farewell. Nehmen wir das doch mal mit. Still alive, are we? Nein, wir sind nicht am Leben. Das bildest du dir ein, mein Freund. So, nochmal die Tour. Aber wir haben jetzt hier schon wieder. So. Das können wir auch mal verscherbeln. So, jetzt verkaufen wir das mal. Oh, ich will auch langsam mal Flügel oder sowas haben. Ich muss mal gucken. Was man da so machen kann. Farewell. So. Wir labern sie erstmal alles an, weil ich mag das nicht, wenn das leuchtet. Die Zeit des Bauern kam schon vor langer Zeit sein zerstörtes Zuhause. Ein Ort der dunklen Ernte. Ihr werdet gegen Wellen von wiederaufstandenen Bauern in den Ruinen eines Hauses an der Wegkreuzung kämpfen. Wo sich die Banditen festgesetzt haben, erhebt sich eine leblose Armee zur Verteidigung der Feste. Trügerisches Brachland, verschollene Garnison. Nach der zerstörten Brücke werdet ihr in den Ruinen der Feste einer Armee der Untoten begegnen und diese vernichten. Okay. Würde mich mal interessieren, ob das nett ist, diese Prophezeiung, was das bringt. Jetzt haben wir schon wieder so eine Rolle gekriegt, das ist nicht schlecht. Oh, Nessa. Kauf mir hier mal. Ja, eine reicht. Großes, die größeres Lebensfläschchen ist auch geil. Wir haben es zwar bis jetzt nicht so benutzt, aber hey, wir könnten es haben. So, dann gehen wir mal wieder ins Gefängnis rein. Warte mal, gab es hier noch was? Wir müssten natürlich hier nachgucken, aber es gab nichts. Aber wir haben jetzt 4 süße Zombies hinter uns herlaufen. Ich brauche noch 4 Namen. Für unsere süßen Zombies. Paul, Fred. So, hier kommen wir auf jeden Fall weiter. Eigentlich können wir am nächsten Wegpunkt mal diese Prophezeiung aufsuchen.
Die Musik sagt schon, du bist in einer wichtigen Mission hier. Dass dieser Typ hier liegt, das soll uns bestimmt irgendwas sagen. Okay. Irgendeine labert hier, wir gehen einfach mal weiter. Gibt's hier auch Gegner, hallo? Ich will töten. Ich gehe erstmal hier runter, weil hier gab's Tagebuch. Sieht ja nett aus hier, ne? So überhaupt nicht verlassenes altes Buchdings. So, was haben wir hier? Eine Tür. Eine Truhe. Noch mehr Fässer, die wir zerstören können, natürlich. Warte, wir gehen erstmal hier hin. Und eine Portalrolle. Und ein langes Schwert. Das nimmt wieder so viel Platz weg, ne? Wir gucken mal. Vielleicht finden wir ja auch gleich einen Wegpunkt. Zufällig. Wir können uns bestimmt mehr Inventar kaufen oder so. My loyal Declan. Ich weiß noch nicht, ob ich es gruselig finden soll, dass hier einfach niemand ist. Okay. Dann. Übertreibt aber ein bisschen, ne? Oh, ich bin gestorben! Krass, das ist das erste Mal. Wow. Zum Kontrollpunkt. Kein Problem. Ach lol, man ist dann hier weiter? Das ist ja cool. Lauf weiter, Digga. Tja, Digga. Ich will aber alles haben. Okay, wir lassen mal die unwichtigen Sachen hier. Die, dieses Weiß, also die Weiß sind so. So, Helm, Jade-Axt, Stachelkeule. Digga, jetzt geh dahin, damit ich das dahin packen kann. Und das so. Die packen wir hier hin. Und jetzt kann ich mit der Portalrolle zurückgehen. So. Mir fehlt so ein Identifizierungspult. Muss man jetzt immer diese Dinge ausgeben? Digga, du sollst die identifizieren. Weiß nicht, ob es was bringt, wenn man es identifiziert, aber ich habe es jetzt getan. Oh, ich krieg was. Flammenspurt, verkümmern, Reinkarnation. Euer Körper explodiert und verursacht Zauberschaden um euch herum in eine Zielleiste explodiert, was eine Zielleiste explodiert ebenfalls und verursacht Schaden. Okay.
Blitzteleportation. Oh, teleportiert euch mit einer kurzen Verzögerung zum Zielort. Sehr schön. Skelett beschwören. Wir haben bis jetzt Leichen, oder? Zombies. Die nach einer Zeit stirbt. Warte mal. Okay. Verkaufe jetzt aber erstmal. Ja, als ob hier nicht alles reinpasst. So. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wo ich das bei mir überhaupt reinkriege. Hier haben wir die Zombies drin, hier haben wir das Blitzeis drin. Gut, ich werde die Frostmauer mal rausnehmen. Und Skelette beschwören. Sehr schön. Stay sharp out there. Da können wir mit Nessa noch labern. Iti. Okay, auf Wiedersehen, Alter. Die Frostmauer packen wir hier mal mit hin. Quest abgeschlossen, sehr schön. Schauen wir doch mal weiter. Das Langschwert ist mir ein bisschen zu groß. Brief mit Instruktionen. Verehrter Chevron. Okay. Was auch immer. Okay. So, Gefangenenpforte. Vergiss nicht Fläschchen zu nutzen. Ach, Wegpunkt. Sehr schön. I knew you would pass this way, Exile. Ja. Wählt eure Belohnung, okay. Best prepare, Survivor. Können wir jetzt eigentlich nochmal kurz zurückgehen und das, was wir haben, verkaufen. Und wir können dann in dieses Ding da unten nochmal gehen, bevor wir ganz weitergehen. Der sieht auch cool aus, der Typ da. Still alive, are we? Verstärktes Seilnetz. Stay sharp out there. So. Wir könnten die Seile irgendwie auch mal mit hier hinpacken. Dann gehen wir auf jeden Fall mal weiter gucken hier. Erstmal muss ich was trinken. Ja. Folgt der Kaiserstraße. Und wir gehen. Neue Viecher! Sehr schön. Wie viele können wir jetzt beschwören? 6. Blutiger Teufel ist aber irgendwie auch neu. Oh, ein Flammenbiest. So ein Kupferschwert, das ist noch recht klein, und ein Schnitzmesser. So, den bärtigen Teufel, den hatten wir nämlich, glaube ich, auch noch nicht. Und einen bärtigen Schaman auch noch nicht. Und Ungulach auch noch nicht. Oh!
So, denen haben wir es gezeigt. Den Holzhammer. Da will ich schon wieder alles nicht mitnehmen, ey. Und eine Kiste. Eine Truhe. Umwandlungssphäre. So, dann gehen wir mal hier hoch zurück zum Weg. Guck, ein Schlammbiest hatten wir, glaube ich, auch noch nicht, oder? Den Aasschwärmer hatten wir schon. Ja, ich glaube schon. Nagelfaust. Huch. Ich verrutsche hier auf meiner Tastatur neuerdings, ey. Oh, hier geht's runter. Okay, wir gehen erstmal zurück kurz zum Wegpunkt. So, erstmal ein paar neue Zombies holen hier. Dann können wir nämlich in der Stadt wieder ein bisschen Items lassen. Habe ich denn irgendwas, was hier verwandelt werden kann? Sind wir mal mutig und machen es mit dem Amulett. Aber der bringt uns halt einfach gar nichts. Wobei dieses Rapier da auch nicht schlecht aussieht. Farewell. So, weg damit. Brauchen wir nicht. Na, auf jeden Fall ein bisschen... Wow! Müssen wir jetzt hier nochmal weitergehen? Eine Kiste. Eine Truhe. Es wäre cool, wenn die wirklich ein bisschen länger anhalten würden, die Skelette. Wow, was war das? Wenn ich jetzt hier gerade nicht so ein bisschen damit beschäftigt wäre, hier die Skelette am Leben zu halten. Oh. Ich habe gar keine Seile mehr. Also keine Netze. Lol. Na, Zombies kann ich mir neue holen. Das ist ja nicht das Problem. Meine schönen Skelette, ey. Ach, wie herrlich. Die gucken auch noch so schön. Da sind die aber voll in eine Falle gerannt. Wir sollen zwar dem Weg gerade nicht folgen, aber das ist mir egal. Mal meine Truhe. Lol, die können ja hier hochspringen, ey. Was stimmt denn nicht? Ach, ich habe ja diesen Teleportationsstein, ne? Den muss ich auch mal dafür sorgen, dass man den ausrüsten kann. Davon könnte ich jetzt auch schön eins sammeln. Oh, ich brauche mal neue Leichen hier.
Okay, meine Skelette, macht mal. Und ich sammle mir mal die Rollen hier ein, die hier so bereitwillig liegen. Gar nicht, wo ich hier zuerst lang gehen soll. Warte mal, kommt man hier irgendwie hoch? Hier kommt man hoch. Ja, die brennen so ein bisschen, ne? Das ist natürlich nicht so geil. So, regelmäßig hier so ein paar Skelette aufrechterhalten. So, jetzt müssen wir aber wieder ein bisschen nach oben, ne? Panzerweste. Ich wette, da oben geht es dann auch ins nächste Gebiet. Auch wenn wir erst dieser Straße folgen sollten, das können wir dann auch gleich nochmal machen. Einfache Robe. Eine Kiste. Ziegenhorn nehmen wir mit oder auch nicht. So, hier sieht es aus, als ob es hier nochmal weitergeht. Eine Truhe. Too much clutter. Oh, das mit dem Inventar nervt mich ja echt ein bisschen, ne? Bärtige Schamanen. Ach, hier sieht schon wieder echt cool aus eigentlich, ne? So. Ja, ich dachte mir schon, hier geht's weiter. Schiffsfriedhof. So, ich würde gleich mal gucken, ob wir hier einen Wegpunkt finden, dass wir dann weitergehen können. Also da, wo wir lang gehen sollten. Ich sage aber erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne was in die Kommentare schreiben. Und damit ciao und bis zum nächsten Part.